الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم. Seit Ewigkeit lesen wir eigentlich nicht von dem Buch. Diese Kapitel lassen wir auch nicht, lesen wir nicht aus dem Buch, weil ich möchte diese Kapitel so ein bisschen erklären, so dass man versteht und gleichzeitig nicht irgendwie die Muslime irgendwie Vorwürfe machen, dass sie diskriminieren oder. Wohlgemerkt, Kalam von Allah subhanahu wa ta'ala ist klar. Und Kalam von Allah subhanahu wa ta'ala ist haq. Daran, es geht nicht daran zu zweifeln, dass Allah ta'ala sein Kalam haq ist oder nicht haq ist. Sondern es geht auch darum, dass man die Informationen so vermittelt, dass man auch jetzt sich keine Ärger anschleppt. Muss man ja, wenn es anders geht, dann kann man doch anders machen. Warum soll man immer extrem links fahren oder extrem rechts fahren? Es gibt auch die Mitte. Das, was wir jetzt eben gerade vorhin gesprochen haben, fügt sich da rein in unser Kapitel heute. Wie Imam al-Qayyim sagt, ein Kapitel über das Schirk, Sinne und Luwata. Ja? Luwata ist wie der Stamm von Sidna Lut. Und wir wissen, dass der Stamm von Sidna Lut, die Männer waren mit den Männern und die Frauen waren mit den Frauen. Sidna Lut hat zu ihm gesagt, Taqullah und lass das, und ja? Also Schwule und Lesben, das ganze Stamm. Außer Sidna Lut und seine zwei Töchter. Aber in diese von seinen Daran sind er und seine zwei Töchter. Kann ich mir geglaubt haben. Und die Geschichte ist im Koran auch erwähnt, dass die haben den sozusagen verfolgt und Allah subhanahu wa ta'ala hat Sidna Lut gesagt, geh raus aus diesem Dorf, dieses Dorf wird vernichtet. Und wie in dem Ruaya von Sunnah erzählt uns, dass Rasulullah sallam sagt, dass Sidna Jibril gekommen ist und hat dieses Dorf auf einen von seinen Flügeln genommen und bis zum ersten Himmel geflogen und dann hat den ganze Dorf fallen lassen. Und deswegen war, die Ulema haben Qiyas gemacht auf diese Mas'ala und gesagt, dass die Strafe von sowas, von dieser Tat, ist dann, dass man die Leute von Höhen fallen lässt. Ja, nee. Dass diese drei Sachen sind von Khubth. Khubth ist wie das auf Deutsch hier dann steht. Unsauberkeit. Ja, okay. Geht. Weil es hat zwei Ebenen. Khubs hat zwei Ebenen. Es gibt ein Khubs oder Khabeth, besser gesagt. Das geht um eine Unreinheit der Seele, dunkle Seelenebene, und geht auf den Mana, also Hissi, also auf physisch auch, yani. Wenn du auf was trittst oder also Sache, die, ne? Sagte Allah subhanahu wa ta'ala, erzählt über diese Geschichte. Der Vorwurf von Sayyidina Lut und seine zwei Töchtern war so, dass der Stamm gesagt hat, schick sie aus eurem Dorf raus, denn das sind Leute, die rein sind. Rein sind. Jetzt. Wenn diese Dorfbewohner, Qaum Lut, die Gemeinde von Sayyidina Lut al-Salam, selber sagen, schick den raus, denn die sind Leute, die sich reinigen oder die rein sind. In Umkehrschluss heißt was eigentlich? Dass wir sind Leute, die unrein sind. Jeder, der eine dieser drei Sünden macht, extra diese drei Sünden, weiß in dem Augenblick, dass das, was er macht, nicht koscher ist. Der Muschrik,
der ein Statue oder was ich was oder sonst was anbetet, er weiß in seinem Herzen drinne, das ist nicht, das kann nicht sein. Der Dalil in die Sunna, Sayyidina Umar sagte, radiallahu anhu, in Jahiliyyah hatte ich eine Gottheit aus Datteln. So Ajum, also Majunia, so richtig so und so Dings. Und wenn ich Hunger hatte, habe ich reingebissen. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, sag mal, machst du nichts? Zeigt, was das die Leute, die Schirk machen selber. Das kann doch nicht sein, dass Gott eine Ratte ist. Es gibt Leute, die Ratten anbeten. Irgendwo in Indien oder was weiß ich. Ja, wenn du eine Kuh genommen hast, dann kannst du ja auch, warum Elefant nicht? Warum Tiger auch nicht? Manche Dörfer haben gesagt, ja, aber Löwe, was weiß ich. Ja? Ja, warum nur Kuh? Du hast ja gesagt, die Religion unseres Landes, das Haupt, unsere Religion ist Kuh. Na gut, deine Sache. Aber du weißt es doch nicht wahr. Und wenn du die Tür aufgemacht hast, dass Kuh ist, dann kommt einer und sagt, warum Mäuse nicht? Also warum Fliegen nicht? Warum Insekten eigentlich allgemein nicht? Gotten, alle Gottesanbeterinnen oder was weiß ich was, oder Vogelspinnen oder so. Ja? Aber die Leute, die diese drei Sünden machen, kein Mann, der ein lebendiges Herz hat, macht Sinner und denkt, das ist gut. Käfer auch nicht. Aber mit dieser Bedingung, dass sein Herz was wach ist. Ja, weil totes Herz wie ein toter Körper. Du kannst einen Toten mit sonst was peitschen und wartest auf A. Kommt ein A raus? Es kommt nichts raus. Wohlgemerkt, Rasulullah sagt zu uns, ein Tode empfindet genau wie was? Wie Lebendige. Deswegen, wenn du Russel machst für einen Toten, sollst du das Wasser vorher entweder warm machen oder vom warm bisschen, von heiß bisschen, dass er nicht sich erschreckt vom Kälte oder die Schmerz. Weil er empfindet genau das, was er empfindet. Aber er kann jetzt nicht reden. Aber das Herz, der tot ist, ist egal, er leidet, er ist nicht damit einverstanden, dass sein Gott eine Ratte ist. Er ist vom Kopf her damit nicht einverstanden. Nun, alle machen das so. Dann mache ich das auch so. Aber das hat mit Verstand nicht zu tun. Diese Schirk, Sinne, Allahat, ja, wir sehen ja in Europa allgemein oder im Westen, dass diese Sache so ziemlich wie Kaugummi kauen jetzt, Eis essen geht. Ja, das ist überall, das ist ganz normal, ist keine, also vor 100 Jahren war das definitiv nicht normal, auch hier in diesem Land, auch hier. Nicht in Arabien. Nicht in Arabien. Nicht in der Türkei. Nicht Osmanischer Reich. Hier. War das Haram? Was ist dann passiert? Ihr selber, ihr. Ihr habt gesagt, das ist Haram. Ihr seid doch Christen oder nicht? Habt ihr nicht, eure Vorfahren, die waren doch Christen. Was machen all diese Kirchen denn hier, wenn hier kein christliches Land ist? Eure Leute haben, das war Haram. Was ist passiert? Warum haben die alle damals gesagt, es ist Haram? Alle. Reiche wie Arme, Gebildete wie Nichtgebildete. Das war ein Bastard. Wird nicht den Namen vom Vater übernehmen. Das war doch so. Oder war das nicht so, Scham? Das war doch so.
Warum jetzt, warum diese Sinne, warum das, warum Fremdgehen ist so. Dritte Sache, diese, ja, dass jeder mit jedem und jemanden einen Hund verliebt ist, dann kann man auch Liebe mit dem Hund tauschen. Und wenn man, jeder macht, was er will, solange er seine vier Wände ist, macht doch alles gut. Ja, das war nicht so. Das war nicht so hier. Selbst wenn es in der Gesellschaft vor 100 Jahren dasselbe genauso gab, wie es jetzt offenkundig ist. Das war was? Verstärkt. Es war sogar in den 80er Jahren noch verboten, Homosexualität. Nicht vor 100 Jahren. Per Gesetz. Hast du das geschrieben, dieses Gesetz? Nein. Ich habe es auch nicht gemacht. Die haben das selber geschrieben. Wir haben das noch nicht geschrieben. Diese drei Sünden sind. Die erste Sünde ist definitiv Feuer brennt in trockenes Feld. Schirk kommt zu alle Taten und verbrennt sie. Keine gute Tat bleibt mit Schirk zusammen. Ob der betet, der fastet, dem Allah, wenn er auf seinen Kopf den ganzen Tag steht und Zikr macht, von mir aus, passiert nichts. Schirk verbrennt alle Taten. Deswegen, warum Isalafia die ganze Zeit spricht über Tauhid und nicht Tauhid und Namen und Eigenschaften? Weil das Kern ist. Diese Din ist aufgebaut auf diese Sache. Wer ist Allah Ta'ala? Darum geht es ja. Verbindung herzustellen zwischen Diener und Herr. Darum geht es in diese Sache. Erste, wenn du eintrittst, sagst du La ilaha illallah. Es ist die Absolution. Du sagst der Satz, der alles beinhaltet. Jetzt nimm La ilaha illallah auseinander. Jetzt hast du diese ganze islamische Bibliothek, die in Milliarden von Büchern geschrieben sind. Nicht Millionen. Nicht Millionen. In diesem Dien wurden Milliarden von Büchern geschrieben. Hunderte von Millionen mindestens. Hunderte von Millionen. Als die Tataren in Bagdad waren, in Irak waren, wollten über Dijle überqueren, das ist der Fluss, ich weiß nicht, wie das auf deutscher Zeit. Tigris und Euphrat. Euphrat, genau. Die wollten über den Euphrat überqueren. Die haben keine Möglichkeit gefunden. Die sind zu der bagdadischen Bibliothek, haben die Bücher, die dort lagen, quer über den ganzen Fluss über und die sind mit ihren Pferden und ihrem Mann über die Bücher übergetragen. Die Ulama sagen, über 2 Millionen Bücher nur wurden vernichtet in der Zeit von Tataren, als sie die Bagdad überfallen haben. Dass die Tinte, die in diese Bücher war, 3 Tage lang Euphrat, schwarz, 3 Tage lang, und Euphrat ist ein fließender Fluss, kein stehender Fluss. So viel in La ilaha illallah für Bücher geschrieben. Milliarden durch diesen Ansatz. Aqid, Sharia, Ahkam, Sunnah, alles was du willst. Tafsir und das und Ilm und Usul und Mustalah und Hadith und durch La ilaha illallah. Wenn die nicht vorhanden ist, ist Feierabend, Schirk, geht nicht, übelste Unrein. Was hat das jetzt mit Unreinheit zu tun? Jetzt kommen wir dazu. Allah
Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen und die Djinn erschaffen, damit sie ihn dienen. Und man khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Warum wir erschaffen worden sind, ist um. Ja, wir nehmen. Die Muslime sagen das so, dann nehmen wir es erstmal hin. Na, das ist ja ihre Ausgang, ihre Theorie, ihre Weg, wie die das verstehen. Dann gehen wir auch mit. Alles gut. Als Theorie. Muss man ja nicht glauben. Allah Ta'ala hat die Menschen und Geistewesen erschaffen, damit sie ihm dienen. Gut. Diese Menschen, die Allah Ta'ala erschaffen haben, sind komplett verschieden in das, was Allah Ta'ala denen gegeben hat, an Eigenschaften und an Talente und an was ist verteilt unter die Schöpfung. Der eine kann das mehr, der andere kann das dann, was weiß ich, der ist perfekt in hier, der ist, was weiß ich, der kann nichts machen. Also, alles ist immer verteilt, alles verschoben. Ne? Ist so. Wir hatten ja gestern gesprochen über Dafa'ullah, dass Allah Ta'ala die Elemente aufeinander so funktionieren lässt, damit Leben entsteht. Und ohne Reibung keine Dings, kein Leben, keine Energie. Muster, der Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in allen seine Benehmen, alle seine Ibadah, alle sein Leben und so weiter. Das ist dieses Muster. Das ist der Muster. Reinste Reinheit ist, wenn du die Absolution triffst, die eigentlich der Herr dich dafür geschickt hat. Verständlich? Verständlich? Nochmal. Du bist am pursten oder reinsten, wenn du am dichtesten oder direkt an das, an den Vormuster oder der Plan, die wozu Allah subhanahu wa ta'ala dir, du bist voll im Spot. Sagen wir mal es so. Dann ist es komplett zu sehen. Und je weit weg du von dem Spot bist, auf dem Punkt, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir will oder wollte mit dir, ja, je mehr Schatten denn deine Gestalt, bist du irgendwann so im Dunkeln, bist du, sieht man dich nicht. Ja. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ist der ein Mann, der am dichtesten zu diesem Ziel gekommen ist, tahqiqul ibadati lillahi tabaraka wa ta'ala, dass er diese Ibadah vollständigt. Muster ist komplett, perfekt, liegt genauso wie sein Herr haben will. Aber der im Komplettspot steht, der am meisten rein, am meisten klar, am meisten sauber, am meisten das und Licht. Diese Eigenschaft ist nicht nur selig, sondern das reflektiert sich auf was? Physisch. Je mehr die reine du von innen bist, je mehr dir das sehr, sehr, sehr viel ausmacht, dass du von außen auch rein bist. Denn die Seele kann nicht in einem Pott existieren, was nicht für sie gemacht ist oder sie passt. Reine Seele zieht sich immer in die Reinheit, zieht dein Körper immer in die Reinheit, immer in die Absolution, immer zu die Güte. Dein Leben ist im Licht. Du hast keine Sorge, du hast keine Angst, du weißt, warum du hier bist, du machst den Plan, du bist auf dem Weg, alles ist in Ordnung. Ja? In dem Hadith vorgekommen, dass Ummu Sulaim, und das war die Tante Rasulullah sallam von Brustfutterung. Das heißt, das war die Schwester von Sayyida Halim. Und Rasulullah sallam hat im Hadith gesagt, alles was durch Blut an yani Nasab verboten ist, ist auch durch Brustfutterung, also jetzt hier diese, ne?
Das war seine Tante, weil manche kamen mit dem Hadith, warum die mit Frauen zusammensitzen wollen. Oder was ist immer. Er sagte, ja, Rasulullah war mit Muslimen zusammen, alleine, und der hat seinen Kopf in ihre Schoß, Hadith Sahih, also seinen Kopf in ihre Schoß gelegt, und sie hat ihm auch seine Haare sauber gemacht und neuge, was weiß ich. Und ich guck hier, das ist Rasulullah, ja, das musst du dir mal reinziehen. Die denken, dass der reinste Mann, der überhaupt erschaffen ist, geht zu einer fremden Frau und legt seinen Kopf auf ihre Schenkel. Und wollen das als Dalil nehmen, dass es erlaubt ist. Was machen sie auf dem Prophet jetzt gerade? Was machen die mit ihren eigenen Propheten? Das sind eine Bidda. Und egal, wenn die uns sagen, wir lieben Rasulullah, wir glauben das nicht. Wir glauben das nicht. Liebe Rasulullah heißt, seine Sunna immer nach oben zu ziehen, nicht nach unten zu ziehen. Für keinen Mann und für keinen Verstand. Ist so. Wenn wir Text haben in der Sache, dann bleibt Rasulullah oben. Er ist der Top-Mann. Wir haben keinen Text, dann komm, dein Kopf und mein Kopf. Weil du bist nicht der Einzige, der Allah Ta'ala Verstand gegeben hat. Es gibt anderen auch. Und vielleicht besser. Aber wenn du einen Text gibt, dann ist Feierabend. Wenn du Sunni bist, das muss, beobachte dich. Wie du funktionierst. Wenn du ein Khabar zu dir kommt und du hast ein Fatwa von einem Alim, guck dich an selbst. Wenn es eine ist Rukhsa und die andere ist Azim. Die Sunna ist schwerer und die Fatwa ist leichter. Ja, bist du Ahle Sunna oder bist du Ahle was? Ahle Hadith oder was? Ahle was? Das, was bei dir rajih ist, das ist dein Manhaj. Und wenn du nicht da stehst, wo du stehen sollst, geh zurück. Gott Allah uns alle auf dem Spot halten, bis wir an Kitab und Sunna sterben. Sunna sterben. La ilaha illallah und Sunna. Sagte, und dann hat Rasulullah sich hingelegt und geschlafen. Bei Musleh. Und Rasulullah war so ein Mann, der, wenn er geschlafen hat, sagte Musleh beschreibend, ich habe nie jemanden gesehen, sag noch her, der sehr viel geschwitzt hat, wie im Schlaf, wie Rasulullah sallam. Er hat richtig geschwitzt. Was machte Musleh? Sie geht zu ihrer, sie hatten so einen Behälter, wo sie ihre wertvollsten Sachen immer, die Frauen damals, reingetan haben. Und sagte, und dann habe ich ein Glas oder eine so eine Flasche, so, ne, so wo Parfüm und so reingemacht wird, rausgeholt und gegen bei Rasulullah sallam, wo er getropft hat, so geschwitzt, dass er getropft hat, und habe ich von seinen Tropfen in meine Flasche reingemacht, währenddessen ist er aufgewacht. Und sagte, Muslim, was machst du gerade? Sagt, ich nehme von deinem Schweiß, um meine Parfüm zu perfumieren. So hat Rasulullah gerochen, dass seine Geruch, Parfüme noch mehr perfumiert werden mit seinem Geruch. Warum ist dieses physische Ereignis oder warum riecht er so? Weil von innen absolut rein. Es gibt keine, wie sagt man, weißt du, wenn du Pulver hast, so ein Kaffee, der am Ende so unten ansitzt. Ich. Pur. Beispiel. Jetzt sagt eine Sheikh, aber wir hatten ja diese Masala schon.
Aber ich bin jemand, der ein bisschen so strenger riecht. Das ist also normal. Und das ist ja auch hormonell auch und so bedingt. Das ist ja nicht irgendwie, dass jemand das jetzt extra macht oder so. So jetzt wird es ein bisschen Okay. schlechter oder ein bisschen mehr Parfüm. Das kann man nicht regeln. Wir haben keine Regel dafür. Versteht ihr, was ich meine? Heißt das, dass ich jetzt hier einer Iblis bin jetzt oder was? Oder wie? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Wenn du sagst, ja, wenn jemand ein bisschen streng riecht, dann seine Seele ist nicht rein. Nein, nein, Jungs, ganz kurz, ganz kurz. Das ist jetzt nicht so gemeint. Ein Mu'min riecht immer gut. Weil wir ja gesagt haben, jemand, der von innen rein ist, möchte auch gerne, dass draußen auch so ist. Er kann nicht anders existieren. Seine Seele wieder. Aber diese Reinheit ist relativ von einem zu den anderen. Denn vielleicht, was ich als geordnet sehe, findest du nicht so. Hier gehört ja normalerweise, hättest du das so machen können und das hier so machen können. Und das wissen wir ja auch alle. Geschmäcke sind verschieden. Vorstellungen sind verschieden. Ich sehe grün, dieses Grün, aber mein Grün ist nicht wie dein Grün. Ich kann dir zwar mein Grün beschreiben, du auch deins, aber letzten Endes, wie grün auf mich wirkt, ist nicht wie auf dich wirkt. Was ist der Beweis für diese These? Dass manche Leute grün mögen und anderen nicht so. Die werden sich keine grüne T-Shirt anziehen. Werden sie nicht, aber gibt es Leute, die das so machen würden? Oder nicht? Wieder relativ über das Ganze. Aber letzten Endes, dass wir alle rein sind, aber unsere Reinheit ist relativiert sich von eins zu anderen und letzten Endes, dass unser Geruch sich verändern wird. Leute, Geruch verändert sich durch die Sünden. Geruch verändert sich durch die Sünden. Denn die Sünden lassen, die hinterlassen im Körper ein Gift. Hatten wir doch gesagt. Und diese Gift riecht, ist genau wie was, wenn du jetzt eine was irgendwo und hast mittags gegessen und hast du so die volle Knoblauchbombe reingelegt. Volle. Keine Gnade. Was passiert, wenn du morgens oder wenn du morgens aufstehst oder was weiß ich, oder am brennenden Tag, wenn du schwitzt oder so? Dein Schweiß wird danach riechen. Denn Rasulullah hat ja gesagt, diese zwei Pflanzen sind unrein. Nicht unrein physisch. Unrein heißt, dass sie werden mit deinem Prozess, bis der letzte Tropf aus dir rauskommt, dabei bleiben. Die sind nicht verdaut und gut. Die bleiben bis dein Schweiß. Die kommen raus, nur wenn du dich rausschwitzt. Sonst kommen sie nicht raus. Nicht komplett. Das, was da drinne im Magen ist im Magen, im Darm ist im Darm, bleibt aber noch der große Apparat. Das große Organ Haut. Der ist voll, die Poren sind voll, es muss raus. Sonst wird dein Körper denn nicht los. Wenn normales Essen so einen Einfluss auf unser Geruch haben kann, egal auch wenn du neutral bist, du bist für jemanden nicht, der jetzt stark riecht oder strenger oder was auch, bist du nicht. Aber wenn du das gegessen hast, was passiert? Das ist genau wie die Sünde in unserem Leben, Jungs. Denn es ist definitiv so, wenn ein Tag verstreicht, ohne dass wir Sünden machen, dass dieses Prozess tausendmal sauberer ist, aus dem Herzen rauskommt. Ich sage ja nicht, dass du von heute auf morgen ein neues Geruch hast. Aber je weniger, je weniger. Das läuft nur so. Bis du zu die Absolution kommst, nah an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.
dementsprechend. Über dann Schirk, Sinne, Luat sind Sünden, die unrein sind, die Einfluss oder Einwirkung haben bis zum tiefsten auf den Muslim. Sehr, sehr gefährlichen Sünden. Alleine, es reicht schon, dass man sagt, Schirk, Allah Ta'ala vergibt alles außer Schirk. Wie eine gesagt hat, bevor irgendeine kommt und sagt, ja, siehst du, Allah Subhanahu wa Ta'ala ist alle vergeben und kann alles vergeben, hat gesagt ihm, es gibt eine Sache, die aus Allahs Rahma rausgeht. Und das ist Schirk. Denn du hast kein Recht dazu. Du hast kein Recht, Schirk zu machen. Du hast kein Recht dazu. Du kannst Sinner vielleicht, weil du tickst. Oder sogar nur was auch immer. Aber du hast keinen Grund, Schirk zu machen. Du hast keinen Grund. Alles in dir schreit nach einem Gott. Und jeder weiß das. Und wer nicht Muslim war, weiß das. Alles schreit in dir drinnen nach einem Gott. Ich brauche einen Gott. Und die manchen oder die meisten würgen diese Stimme, bis das stirbt und dann ist das Herz gestorben. Weil das ist ja das, was Allah subhanahu wa ta'ala mit dir mit eingegeben hat und eingebaut hat, damit diese in dir drinnen auch noch aufwürgt für dein Herr zurückzukehren. Und wenn du sie würgst und stoppst und drückst, bis es tot ist, noch alles, dann steht auch dein Herz Feierabend. Kann keine Provide mehr, keine Nachschub. Dann lebst du auf einmal im Leben und dann siehst du auf einmal sind die glücklich. Ab 40, ab 50 sind glücklich, alles gut, alles gezettelt. Ja, weil da drin ist nichts mehr. Ist tot. Und jedoch, Allah subhanahu wa ta'ala will, wie er will. Allah will, wie er will. Hisham erzählt mir heute eine Geschichte. Kannst du uns mal kurz machen? Meine Oma ist mit 72 zum Islam konvertiert. Hä? Was? Hä? Was ist das? Was ist das? Leute, 72 ist bye-bye. Ist schon gebucht. Grab ist da, wissen schon alle. Ihr ganzes Leben hat sie in Kufr gelebt. Ganze Leben in Kufr. Allah Ta'ala wendet. Und anderen vom Islam auch so. Ganzes Leben Muslimin. Ganze Leben Muslimin. Und am Ende. Und leider, wir sehen die viel auch in Europa auch. Im Westen sehr, sehr viel. Leider. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, wer will. Schirk ist eine Sache, die vom Grund aus, wie Rasulullah sallam gesagt hat, Schirk ist das wie eine. Sense. Ja. Kommt an der Wurzel des Baumes und nicht von oben oder von da oder was, ne, von Wurzel des Baumes. Und man von unten, was passiert? Der ganze Baum ist weg. Tot. Kann man nicht mehr Früchte, kann man nicht mehr grün, kann man keine Insekten mehr sich vermehren, es gibt kein Leben mehr, die ist tot. Das ist Schirk. Sehr üble Sache. Am übelsten stinkend. Wieso? Weil die anderen Sünden mit Istighfar werden gewaschen. Mit Gebet werden gewaschen. Mit Tauba werden gewaschen. Ja? Aber Schirk. Es wird nicht mit Wudu weggewaschen. Das bleibt jeden Tag, bis es die Farbe so ist. Eingefärbt. Wisst ihr, dass wenn man was einfärbt, dann muss man lange lassen. Je länger du lässt, je fester es noch. Dann kommst du später, wirst du keine Chance. Bleibt so, die Farbe ist so, alles fertig. Sinna und Luat haben wir auch besprochen. Jetzt, Allah Ta'ala sagt, Mushrik sind unrein. Ja?
hatten auch diese Masala da irgendwann vor ein paar Jahren, dass manche Brüder kamen auf die Idee, dass die deutsche Männer die Hände nicht geben wollen. Also das, hä, wieso denn? Was passiert? Streit oder so? Oder? Habt ihr Streit? Nein, nein. Das ist Kitab. Koran sagt. Das ist ja, was Koran sagt. Wie, was sagt er? Die Ungläubigen, also die Beigeselligen sind unrein. Und unrein, wir geben nicht unsere Hand, damit unser Wudu nicht kaputt geht. Also erstmal ganz kurz. Ist das so, dass wenn du Wudu hast und deine Hand in Kacke, Entschuldigung, jetzt hier reintut, dass dann du weg ist? Wer denkt, dass es so ist? Glaube ich nicht, ne? Keine, ne? Das ist erstens. Zweitens. Wenn er unrein ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, heiratet von den Christen. Hä? Und diese Eier ist nicht Mansucha. Die ist nicht aufgehoben. Die ist immer noch so. Und das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, nehme neben dir eine unreine Person, dann wie wirst du die anfassen? Wie wirst du mit dem leben? Über, wenn man Koran alleine nimmt, was kann passieren? Ein komplett anderer Dien außer Dien von Muhammad kommt. Das ist nicht Dien von Muhammad. Wieso? Weil Sunnah von Muhammad ist nicht da. Was wir gestern gesagt haben, Sunna fängt im Koran, was mutlak ist. Im Koran in der Ayat sind, die können richtig, die Sunna holt den Mana fest, den wir haben wollen, bevor die Gedanken sonst wohin gehen und komplett andere Dinge machen. Die Sunna fängt fest. Aber jemand sagt, ich brauche die Sunna nicht. Wie ist sein Dien? Wie ist Dien von Koran? Ist es Dien Islam? Es ist Dinu Islam, auch wenn die La ilaha illallah sagen, auch wenn die Koran annehmen, das ist nicht Dinu Islam. Und das Problem ist, die haben gesagt, wir lassen die Sunna, weil die Sunna macht die Leute streitig in verschiedenen Meinungen. Dann sagen wir, ja, und dann jetzt beim Koran. Wie ist das so mit, wie viel Salah hat man eigentlich am Tag? Laut Koran, ohne Sünde. Und jetzt hör mal, 7-8 Versionen. Von dir selbst. Dann sagen wir, ihr habt gesagt, dass ihr die Sünde verlassen habt, weil die Sünde 2-3 Meinungen verschiebt hin und her. Doch bei euch sind 8 Meinungen geworden. Aber wo ist der Sinn, warum ihr denn die Sünde unterlässt? Das ist, wenn ich 8 Streiten habe oder 3. Was wähle ich? 3. Definitiv 8. Hä? Wallahi, die haben vor Allah Ta'ala keine Ausrede. Damit ihr seht, wie Nafs und Hawa mit Menschen spielen und wenn die Leute aus der Weg der Sunna ausweichen, was aus denen werden kann. Und das Übelste daran ist, dass die denken, dass sie in Haqq sind. Und dass du Nasiha brauchst. Ja, natürlich, wir brauchen Nasiha, aber doch nicht von euch. Aber doch nicht von euch. Eine ist nackt und der andere ist mit einer Hose. Und der nackt geht vorbei und sagt, Achi, zieh dir mal was ein T-Shirt an. Deine Hälfte der Körper ist frei. Danke, Nasiha. Danke, Nasiha. Der ist Majnun. Der ist doch verrückt. Dann gebe ich doch keine Acht. Was er sagt. Ja? Über dementsprechend. Wie lange ist das jetzt? Ungefähr 40 Minuten. Ungefähr. Ja. Al-Qayyim sagte hier auch über den Punkt von Schirk. Zweiter Punkt von Bid'a. Bid'a
ist zu mutmaßen. Mazhab von Ahl-Bidah ist aufgebaut auf eine Mutmaßung. Es kann richtig sein, es kann weniger richtig sein, es kann mehr richtig sein, er kann falsch sein, weniger falsch. So. Am Ende ist es Mutmaßung. Diese Mutmaßung, entweder triffst du das Bullseye oder daneben, da drüber, da was links, was auch immer. Ja? Wenn wir sagen würden, du hast 5 Schüsse. Und du hast 4 Richtungen und ein Bullseye. Und Mutmaßung heißt, ich mache deine Augen zu und sag dir, schmeiß ihn, also du siehst es vorher, und ich sag dir, Augen zu und jetzt mutmaße, wo die Richtung ist. Kann sein, dass du ein sehr gute, na, was geguckt, also ganz genau, Laser kam aus deinen Augen raus und weiß ganz genau. Kann sein. Prozentual wie viel? 0,050. Irgendwas so. Kann sein. Ja. Aber ich sag mal einfach, du verschießt nicht alle, aber du verschießt eine. Du bist Bukhari. Hast geguckt. Gespeichert Position, geschossen, eine wird dir fallen. Nach dieser ein Fehler, wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass Shaitan diese Fehler nimmt und durch die ganze Umma damit durchgeht? Wie viel? Eine Milliarde? Ein Mann ist wie eine Milliarde Mann. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, und wenn du ein Nafs tötest, hast du die ganze Menschheit getötet. Ob du die Menschheit getötet hast. Und wenn du den imanmäßig getötet hast, ob du alle Menschen genau dasselbe. Deswegen, Rasulullah sagt in Hadith Sahih, wer eine Bid'ah Hasana startet, bekommt der Lohn von allen, die diese gute Tat nachmachen. Und andersrum, auch andersrum. In manchen Ahadith sagt man, auch wenn diese Sache nicht so sich verbreitet hätte. Allah Ta'ala wusste, wo sie hingehen könnte. Und nur durch seine Gnade ist sie gestoppt worden. Über Al-Bida, ihre Madhab ist aufgebaut auf Mutmaßung. Und Mutmaßung, wie wir heute jetzt gerade festgestellt haben, ist nicht gerade jetzt der beste Ausgang. Aber will ich nicht mit meinem Geld da spekulieren. Es fängt schon sehr schlecht an. Ja. Sagen an Allah subhanahu wa ta'ala das, was Allah ta'ala selber nicht gesagt hat, nicht gewollt hat, sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht gesagt hat, nicht gewollt hat. Das, was Ahlul Bid'ah macht, lügen. Umdeuten. Denn wer hat dir gesagt, dass du dastehen sollst und für Allah subhanahu wa ta'ala sprechen sollst und sagen sollst, Allah ta'ala wollte mit dieses Hand Allah, nicht Hand Allah. Wer sagt dir das, dass du als Anwalt dastehen sollst und sage, das wollte er nicht? Hat er dir das gesagt? Hat Allah Ta'ala dich beauftragt, für ihn zu sprechen oder nicht zu sprechen?
doch Ta'wil und nicht Ta'wil und Mu'awwila und nicht Hand Allah, aber nicht Hand Allah und Gesicht Allah, nicht Gesicht Allah. Wer hat die, wieso? Er wollte das nicht. Wer hat dir gesagt, dass er wollte das nicht? Wo hast du diese Behauptung überhaupt hergeholt? Wer hat dir das Recht, dass du... Ich habe das so verstanden, dass er das genauso will, wie er das will. Er hat das so geschickt, dann ist er so. Ich verstehe das, ja, ich verstehe das, so wie das ist. Punkt. Mir gleich, nein, mir gleich, nicht mir gleich. Denn ich bin bedingt, endlich, muhtaj. Er ist komplett die andere, definitiv nicht wie ich. Weil unser Set ist nicht gleich. Ich kann dich auch nicht mit einem Rohr vergleichen. Plastik oder Eisen oder Kupfer, kann ich nicht. Und wenn das unter Machluch nicht geht, über es recht über Khaliq gar nicht geht, dann was sagen wir, wie er wollte, wie was ihm gebührt ist, fertig. Mehr sagen wir nicht und ist Feierabend. Über Grundregel von Al-Bidah, dass die sagen über Allah Ta'ala das, was er nicht sagt, und sagen auch über seinen Prophet As-Salam das, was er nicht sagt, indem die sagen, As-Salam wollte das nicht so. Wer hat die gesagt, dass er das nicht wollte? Wenn seine Sahaba das nicht übertragen, ob er, ne, zu uns, dass er das nicht wollte, weißt du das mehr als ein Sahaba? Weißt du das mehr als Abu Bakr? Vielleicht, ne? Ja, ja. Allahu alam, achi. Der eine sagt zu mir, der Bukhari ist ein Mann, wir sind auch Männer. So, Männer? Was, echt? Der Bukhari ist ein Mann. Und du bist auch Männer? Oberfrechheit, das ist... Leute, wenn du mit solchen Leuten triffst, lach und fall auf deinen Rücken. So lach, bis du auf deinem Rücken fällst. Denn das ist pure Jahl. Denn du weißt es vor dir. Allah nicht, ein Esel kennt den Weg. Wenn du ein Esel den Weg zwei, drei Mal fahren lässt, der kennt den Weg. Allein, du brauchst nicht mehr zu Feld und zu. Er macht dasselbe. Dann hast du einen Vollidiot vor dir, wenn er sowas sagt. Ja. Lieber, weißt du das besser als Abu Bakr? Abu Bakr hat das nicht geliefert, dass Rasulullah das so meinte. Aber Umar ibn Khattab, du weißt auch, er war dabei, du warst nicht dabei. Woher weißt du das, was Umar neben Rasulullah nicht wusste? Ja, yani, mashallah, Kashf. Yani. Kashf bis sogar, was in die Sahaba drin war und Rasulullah auch drin war. Also, Ajib Kashf. Yani. Ajib Kashf durch 1400 Jahre. Zeitmaschine. Ja, Zeitmaschine, ja, ja. Tür aufmachen, Mekka, was, genau. Ja, überall wieder ihr Ausgang ist, dass die Iftira machen. Lassen Allah Ta'ala sagen, was er nicht sagen wollte. Lassen Allah Ta'ala wollen oder nicht wollen. Das, was er nicht geäußert hat, dazu nicht gesagt hat. Sondern im Gegenteil, die Ahadithe und diese kommen dazu und sagt dir, steh nicht bei diesen Eigenschaften, bleib nicht stehen, geh weiter. Tafsir hören und weitergehen. Fertig. Einmal lesen, ja? Yadullahi fauqa aydihim. Stell dich nicht bei Yadullahi hin. Und denk darüber nach, denn du bist nicht dafür erschaffen. Das ist nicht dein Gebiet. Dein Kopf brennt durch. Du kannst nicht Allah Ta'ala beinhalten. Geht nicht. Rational nicht. Emotional vielleicht. Dann, wie im Hadith vorgekommen ist, es nichts hat leider illallah tragen können, außer das Herz von meinem Diener. Dieses Herz, der Allah trägt, ist schweres Herz. Und der kommt in die Waage um Qiyam. Ja? Über Schirk ist der Zwillingbruder von Bid'ah. Und beide lügen. Beide machen das, was Allah Ta'ala nicht will. Beide hintergehen die Aufgabe, dass man nicht Herr und sein selber, sein Dien, sich selber schreibt, sondern dass man Diener ist
und verpflichtet ist, die Befehle zu nehmen und die Befehle auszuführen. Das, was Allah Ta'ala in seinem Dien will. Nicht anders. Ja? Deswegen sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala in die Aya, wo doch Allah Subhanahu wa Ta'ala hat verboten, das, was Zina und so ist, ähnliches, und das, was offenkundig ist und was, das, was, und was im Geheimen ist. Das heißt, Zina offenkundig ist haram, so wie auch Zina im Versteck. Ne? Beide sind haram. Natürlich, der eine ist noch schlimmer, aber von haram aus ist ja klar. وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيِ بَغْيِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٍ. Dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala bei Gesellen das, was er nicht befohlen hat. Er hat euch nicht befohlen, Ratten anzuflehen oder zu dienen. Er hat euch nicht befohlen, Statuen zu haben. Er hat euch nicht befohlen, Jesus als seinen Sohn anzuerkennen. Er hat euch nicht befohlen. Über alles, was von Allahs von Ahkam kommt, von Mu'amalat und Ibadat, und alles muss per Text. Du bist Diener Allah subhanahu wa ta'ala, du bist nicht mit ihm in dem. Ne? Über Allah subhanahu wa ta'ala hat euch das nicht befohlen, und nun, dass ihr sagt über Allah ta'ala das, was ihr nicht wisst. Und wie wir festgestellt haben, dass die Ahlul Bid'ah sind mutmaßend. Und wenn dieser Ausgang schon da ist, das ist nicht unser Ausgang. Da ist keine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Da verläufst du gegen eine Wand. Definitiv. Ja. Deswegen auch hat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, er wird alles vergeben außer Schirk. Denn der Schirk mit Allah subhanahu wa ta'ala macht, das ist der Essenz jetzt von dem Kapitel. Wer Schirk mit Allah subhanahu wa ta'ala macht, degradiert er Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du Allah tabaraka wa ta'ala degradiert, kannst du ihm nicht vollkommen oder voll bewerten. Kannst du nicht bewerten. Weil wenn du Schirk machst, heißt entweder Allah subhanahu wa ta'ala oder der Gottheit braucht das. Er ist zu schwach, um alleine zu herrschen. Oder er, wenn du das anders meinst, dass er ihm einen Helfer hat. Das ist degradieren. Das ist alles keine Stärken. Das ist Abziehen von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann kannst du kein... Das erste Sache, die im Herzen von einem Diener von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Absolution. Das ist das Erste, was in unser Herzen sein soll zu Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Die Absolution. Das ist der Ausgang. Damit du nicht wie irgendeiner anderer, der heute steht, nachdem er Muslim war, steht und beschimpft Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten mit den übelsten Sachen und ruft auf, ich lobe Gott und lobpreise ihm von all diesen Sachen, was da gemacht wird. Ja, natürlich brauchst du nicht, danke schön, wir haben schon Leute, die das machen können. Die vollständige Absolution Allah subhanahu wa ta'ala, davon geht man immer so aus als Muwahhid, als Mu'min. Aber wenn du Schirk machst, du gradierst Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala degradierst, dann erwarte nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich hochnimmt. Und seine Rahma ist nicht für dich. Weil die Leute, die Sünden gemacht haben, nicht Schirk gemacht haben, haben diese Sünden, und in deren Herzen ist die Ehren Allah subhanahu wa ta'ala und wissen, dass es nicht gut ist. Nochmal. Wenn jemand Ma'asiyah machen möchte, Ungehorsamkeit, er geht und in seinem Herz weiß er, er ist traurig, dass er das macht. Er ist nicht glücklich, dass er das macht. Weil Allah Ta'ala sieht ihn.
Versteht ihr, was ich meine? In seinem Herz ist die Ehre vor Allah subhanahu wa ta'ala und das, was ihm schmerzt. Andersrum, wenn das Herz tot ist, dann das schmerzt ja gar nicht. Haben wir ja gesagt, seelisch schon, aber körperlich nicht mehr. Ich mache das Sünde einmal. Und wenn man mit die Sünde oder eine Sünde sitzt, dann einmal, zweimal, dreimal, dann fängst du selber auch die ganze Mal die Sünde zu machen. Und wir haben über Leute, mit Allah SWT uns und den Hidayah geben und den auch zurückholen, dass sie auf einmal, heute war ich in einem Besuch, erzählt mir ein Bruder über jemanden, der Hafiz war oder wenn ich den Koran richtig wie top lesen kann, Ilm gelernt hat und auf einmal der Bruder fliegt für eine Weile, also jetzt der mir erzählt, fliegt für eine Weile weg und kommt zurück und dieser Bruder ist am Saufen, am was weiß ich was, der hat kein Gebet mehr, Bart ab, kein Ilm mehr, also ich denkst du, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Da zittert man, wallahi, da zittert man. Die eine mit 72 wird Moslem und der andere geht aus seinem Milla raus in das Talib Ilm. Ja, nicht Milla raus, ihr versteht, was ich meine, also aus dem Menhaj raus, aus dem Muslima. Da denkst du, ja Allah, bitte, 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 bitte. Das geht so schnell, Leute, das geht so schnell. Ja? Denn deswegen ist auch Pflicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich verpflichtet hat, dass sein Rahma Schirk nicht beinhaltet. Weil das wäre das Vernichtung des ganzen Aufgabe. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das verzeihen wird, dass man neben ihm noch ein Gott halt nehmen darf oder Schirk gemacht hat und nicht wusste. Oder. Aber das ist eigentlich, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, brauchen wir gar nicht. Über diese Eier greift doch nicht. Dann mach Schirk unabsichtlich 70, 80 Jahre und stirbst du und gehst zum Jannah auch noch, wie manche Leute gesagt haben, Leute. Im YouTube oder was weiß ich, was das Koran sagt, das auch. Nasara und ja, alle gehen in Jannah, wie Allah Ta'ala sagt, Surat al-Baqarah, inna alladhina amanu wa alladhina nasara, al-Yahuda al-Nasara, man amana billahi wa akhami salih. Man amana billahi, amal salih. Die nehmen al-Yahuda al-Nasara in Jannah und lassen diese Klausel, die eigentlich, das ist der Schlüssel. Wir lassen den Schlüssel liegen. Schieb das Auto. Ja, ja, schieb das Auto, genau. Sagen die und so weiter. Amen und Amen und Salih. Man Amen Billahi, wal Yawm al-Akhir, wa Amen al-Salih. Billahi. Was Amen Billahi? Tauhid. Keine Gesell, keine Beigesehen, kein Kind, keine Frau, kein Tauhid. Aber so Arif al-Tawid, mehr von Al-Bida, das ist die Kalam von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit Versuchen, weil er vielfältig ist, die versuchen natürlich auch. Und wenn die Sunna sowieso nicht wahrnehmen, dann was erwartest du denn noch außer das Ganze? Weil die Unreinheit, Leute, ist physisch, aber auch seelisch auch gemeint. Beide haben Einfluss aufeinander. Schirk, eine Kabira, die man macht, wo man dann absolut Najas ist. Und Najasa hier ist eine moralische Sache, keine physische Sache. Das heißt, wenn du Peter morgen eine Hand morgen gibst, ne, und so, muss kein Wudu machen, ist alles gut, dein Wudu ist noch da und es ist nicht so, dass die Unreinheit abschmieren, also jetzt abgeben, ist nicht so, vom Koran ist nicht so gemeint, ja. Sina al-Luat, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, die Reinheit, wie der Hadith von Rasulullah, auch wie Sina Muslim, falls irgendeine von euch jetzt hier mal hört, von irgendeinem Spinner im Internet, der sagt, ja, guck mal der Hadith und weil die cutten den Hadith, die cutten das. Das sind Piraten eigentlich. Das sind Hadith-Piraten. Die cutten die Hadithe. Die geben den Hadith nicht voll. Die nehmen. Ja, ist echt so. Das nervt. Ne? Dann sagt ihr hier, das ist Dalil und so. Dann lass die Frauen und sagen. Ja, ich schaff sie, ja Allah. Was Dayus, ja Allah. Was Dayus, ja Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns von euch, ja, von die absolute reine Leute, unser Iman aus komplett pur machen aus dem Schirk.
raus und uns dann verschont von diesen Sünden wie Sinne. Und Schirk ist eine vernichtend für die Aqida und Sinne ist vernichtend für das Benehmen in der Gesellschaft. Deswegen Schirk und Sinne hat Allah SWT sehr oft erwähnt im Koran. Weil Shaitan will kaputte Familien haben. Weil durch kaputte Familien gibt es kaputte Kinder. Und die kaputte Kinder, das ist sein Kapital. Keine Erziehung, kein Dien, kein Vater, keine Mutter, Streit, übelst Kindheit, jetzt. Aus dem kann nichts Gutes werden. Und das kann durch Sinne. طيب الله أعلم وعلى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد.